Ostern steht vor der Tür und wir machen ja schöne Osterrezepte. Ich weiß, dass Lamm dabei ist, aber Karotten in verschiedenen Farben und das sieht mir ja fast aus wie eine Pastinake. Was macht die denn hier? Ja, ich wollte dir mal zeigen nach deiner lustigen Frage auf dem Feld. Was für einen Geschmack haben Pastinaken? Das ist so eine Frage. Ich weiß ja, was sie für einen Geschmack Pastinake haben. Wie sie denn schmeckt, wie wir sie heute zubereiten und dann kannst du sie selber probieren. Sehr cool. Das heißt also, wir schmeißen dann Pastinake, genau. Gelbe Karotten, lila Karotten, orange Karotten. Genau, Kartoffeln. Alle zusammen. Guck mal, das ist ja echt hier... Der Blumenstrauß des Koches. Dann legen wir mal los. Ja. Mit Pastinaken. Erst fangen wir mit den Lammhaxen an. Ach so, gut. Wir brauchen 2 Bräter, weil okay. Die Lammhaxen länger brauchen als das Gemüse. Und deswegen machen wir die auch zuerst in den Ofen und wenn die dann drin sind und schön anrösten, können wir das Gemüse schneiden. Wir haben ja hier so einen Bräter von Westfalia. Was ist das Besondere an so einem Bräter? Er brät besonders gut. Dann starten wir mal hier mit diesem Bräter. Genau, ist auch ganz simpel. Die Lammhaxen werden einfach nur gesalzen. Ja. Ich finde das zarte Fleisch zwar super, aber ich finde auch schön, wenn hin und wieder mal so ein knuspriges Teil dabei ist. Das kriegen wir auch hin, ja. Okay. Ich habe den Ofen jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Mhm. Ich schätze mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten anrösten und dann löschen wir es ab. Wir kümmern uns jetzt ums Gemüse. Okay. Also du, ich übernehme die Zwiebeln, du übernimmst den Rest. Okay. Das ist alles schon gewaschen, die Schale lassen wir dran. Mhm. Die riecht schon so richtig super. So. Richtig karottig. Richtig karottig. So eine lila Karotte finde ich auch echt spannend. Plötzlich leuchtet so eine orange Gurke dann auch ganz. Eine orange Pastinake hätte ich fast gesagt. Karotte ganz gut. Ich habe hier mal was für dich vorbereitet. Vielen Dank. Ich muss noch fahren. Und ich muss die eine Frage klären: Was für einen Geschmack haben Pastinaken? Also, ich finde, sie schmeckt ein bisschen wie eine Karotte. Nicht so scharf wie Rettich. Aber die hat schon eine gewisse Schärfe auch, ne? Also, oder findest du nicht? Scharf finde ich jetzt weniger. Ganz einfach. Oh, ich dachte immer, das ist so kompliziert mit Knoblauch ausdrücken und... Wir haben jetzt frischen Knoblauch, deswegen schmoren wir den jetzt mit. Nachher, wenn er fertig ist, kannst du ihn rausnehmen, dann fallen die einzelnen Zähne raus und der ist dann so weich, dass sich das verteilt. Genau, das ist soweit vorbereitet. Auch das salzen wir jetzt. Okay. Machen Olivenöl drüber, marinieren das so ein bisschen. Machst du es nach Gefühl? Ja. Ich wusste immer, ein guter Koch muss auch nach Gefühl kochen. Kochst du meistens nach Gefühl? Ja, ganz, ganz viel. Okay. Die Lammhaxen sind schön angeröstet. Ich hole die einmal raus. Mhm. Fass den Bräter bitte nicht an, der ist heiß. Okay. Ich schätze mal noch so 1,5 Stunden wird es brauchen. Die Soße ist schön runtergekocht. Mhm. Das Knusprige kommt wieder durch. So wie ich es wollte. Genau. Sieht auch sehr schön aus. Beides ist schön kross. Ich bin gespannt drauf. Hier haben wir nochmal den Knoblauch. Ja. Was ich dir hier siehst, wie die Zehen da rausfallen. Mhm. Können wir jetzt einfach so ein bisschen noch ausdrücken. Und dann nimmst du die Schale dann quasi raus? Genau, das nehmen wir raus, legen zur Seite. Okay. Mischen das noch einmal schön durch. Ja, auch echt gut mit den verschiedenen Karottenfarben. Ne? Ah, so obendrauf dekoriert. Genau. Der Trick des Kochs. Ich finde, schon bei diesem Anblick können wir eigentlich sagen, frohe Ostern. Guten Appetit. Ist das okay, wenn ich hier so anfange? Oder habe ich extra für dich die Stelle vorgesehen. Genial. Eine Mischung aus knusprig und zart. Super. Und dann wäre da noch die Frage zu beantworten. Was für einen Geschmack haben Pastinaken? Also. Ich finde, sie schmeckt ein bisschen wie eine Karotte. Auch so ein bisschen mehlig. Sie hat schon eine gewisse Schärfe auch. Ne? Kannst du auch gut als Kartoffelersatz nehmen. Mehliger als die Karotte.
Nicht so scharf wie Rettich. Ja. Bisschen pastinakiger. Der Hauch von Pastinake ist schon drin. Schmeckt halt nach Pastinake. Was für ein Glück. Pastinake, finde ich, gehört öfters in so einen Gemüsetopf rein. Auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Frohe Ostern. Und ihr werdet es nicht bereuen. Westfalia. Einfach machen.